Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. In dieser soll es um das Radialmenü und die User Actions hier auf der rechten Seite gehen. Wie aktiviert ihr das? Wir gehen dazu nochmal zurück in die Einstellung. Als erstes auf Gameplay für die User Actions mit Mauszeiger anzeigen. Da muss ein Haken drin sein, damit ihr dann mit der gedrückten STRG-Taste quasi den Mauszeiger aktiviert und eben die User Actions. Dann gehen wir auf Steuerung, wir scrollen runter, vergewissern uns hier, dass User Actions markiert ist, dass es gelb leuchtet, scrollen noch ein Stück weiter runter, Name User Interface, Radialmenü und habe ich jetzt hier mein Mausrad zugewiesen und kann das da nutzen. Gehen wir erstmal in das Radialmenü und da seht ihr schon auf der ersten Seite Zündschlüssel, Oberlenker, hinten, Unterlenker sind das, hoch und runter, vorne anklappen, dann Zugmaul, Höhenverstellung, Allrad, Scheibenwischer und die Lenkradkonsole einstellen. Auf der nächsten Seite alles, was mit Fenstern zu tun hat, auf der dritten die Spiegel und auf der vierten die Beleuchtung. Und das ist es eigentlich schon gewesen. Wenn ihr jetzt hier, wir gehen mal in, und dann muss ich das wieder schließen. Wenn wir jetzt im Schlepper sind, drehen wir uns einfach mal nach hinten. Wir machen einfach mal die Heckscheibe auf. Dann haben wir hier Heckscheibe öffnen und da steht hier auf 4 Uhr schon schön geschrieben, Heckscheibe öffnen, schließen, linke Maustaste drücken. Das machen wir und da geht's los. Man kann die auch mit der gedrückten Maustaste in einer gewünschten Position dann quasi stoppen. Und so funktioniert das mit allen anderen Sachen auch. Und ja, zum Radialmenü gibt es eigentlich schon nicht mehr zu sagen. Jetzt gehen wir nochmal aus dem Schlepper raus. Wir können eigentlich auch ausmachen, dass es nicht so laut. Und ihr seht, ich habe hier den Frontlader angebaut. Drück jetzt die linke Maustaste, da erscheint hier dieses Kreuz auf der linken unteren Seite. Und das ist eigentlich die Frontlader-Bedienung, aber das funktioniert jetzt nicht. Warum? Dazu die User Actions nochmal eingeblendet, beziehungsweise das hat. Und wenn ihr mal unten in der Mitte guckt, habt ihr die einzelnen Slots von 1 bis 10. Und wenn ich jetzt die Maus bewege, da seht ihr, dass bei der 1, das wird grün, jetzt bewege ich sie nach rechts und die 2 wird auch grün. Auf 3 und 4 ist aber standardmäßig die Achse für den Frontlader gestellt. Damit wir das jetzt verändern können, machen wir über die STRG-Taste, lassen wir uns die User Actions einblenden, scrollen ganz runter bis zum Frontlader und nehmen den und ziehen den einfach mit gedrückter Maustaste. Wir gehen auf das Symbol, bis die Maus hier oben rechts erscheint, drücken die Maustaste und ziehen das auf unsere Achse. Da seht ihr die 3 und 4, da verschwindet es, gibt es also keine Doppelbelegung. Und jetzt haben wir die vorkonfigurierte Achse, also die Mausachse ist im Prinzip auf 1 und 2 bei mir. Und dann machen wir das jetzt nochmal, jetzt muss ich das mal gucken. Genau, ich sehe hier Maustaste zu mir ranziehen, da hebt sich der Frontlader von mir weg. Alles mit gedrückter Maustaste, senkt er sich wieder und hier könnte man dann die Schaufel oder die Ballenzange Gabel kippen und senken. Und so funktioniert es im Prinzip auch mit allen anderen User Actions. Ihr könnt im Prinzip hier nochmal alle Spiegel könntet ihr euch auf eine Achse legen, wenn ihr das im Menü hinterlegt habt. Dazu müsstet ihr dann einfach nochmal in die Einstellung gehen, auf Steuerung, wieder ein Stück runter, Fahrzeug und dann hier habt ihr die Quickslots 1 bis 10. Also ich könnte jetzt hier auch die Maustasten drauflegen. Und denen muss natürlich eine Taste zugewiesen sein, um die auch nutzen zu können. Und da könnt ihr jetzt loslegen, eure Quickslots und User Interfaces benutzen. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Und bis dahin, macht's gut.